So, meine Freunde, hier sind wir wieder bei einer neuen Folge Assassin's Creed. Ich habe wieder an den Audio-Einstellungen rumprobiert und habe wieder einen neuen Klang. Und wo war ich stehen geblieben? Der letzte Part ging ein bisschen länger als gedacht. Aber wir wollten Ned Wynard-Sympathisanten-Quest machen. Aktivität. Dann gehen wir noch mal hin. Ist ja auch gleich um die Ecke. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr übersteht die gute Zeit mit Corona und den geplanten Lockerungen. Aber das soll uns nicht aufhalten, ein bisschen durch die Londoner City zu parkouren. Ja, noch mal Ned Wynard. Ja, ich schätze mal, da wird drin sein. Ach, ich frage ja, ob wir alles einsammeln sollen, da ich noch keine Rückmeldung bekommen habe. Werde ich einfach gucken, dass alles, was ich so sehe, einsammle, beziehungsweise wo ich gerade zufälligerweise langlaufe. Was auf jeden Fall interessant wäre, wären die Siegel. Da wir ja das Grab gefunden haben, die Schatzkammer, wäre das auf jeden Fall sehr interessant. Also ich kann auch nicht gerade sagen, was da drin ist oder so. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Wir schauen mal. Ach, das war die. Oder der. Ich wusste, dass Sie kommen. Herzlich willkommen. Unsere Aufgabe ist, London im Gleichgewicht zu halten und alle Lieferungen über Straßen, Wasser und Gleise zu überwachen. Unser größtes Problem? Die Blighters. Schaffen Sie uns die vom Hals, wäre ich Ihnen sehr dankbar. London wäre jedenfalls sicherer. Wenn Sie was Glitzerndes finden, behalten Sie es. Ich mag es ja, wenn es glitzert. Wer mag das nicht? Okay. Ja gut. Das war's anscheinend schon. Ja gut. Das machen. Und natürlich Auslese, komm. Ist gerade unser Level und wir sind gerade in der Nähe. Kann ich irgendwie einfach aus dem Bahnhof kommen? Irgendwie so cool da oben lang oder so? Oder hier raus? Ja, passt. Das sind ja diese Attentatsmissionen, wo die den Templer ein bisschen dezimieren. Hey, was macht der denn da? Ups. Hat sich gerade so angeboten. Weniger Blighters, umso besser. Hehehe, auf die Seite. Da oben. Und natürliche Auslese. Jacob setzt seine Suche nach dem Erfinder von Sterix Beruhigungssirup fort, indem er ihn zu seiner Destillerie zurückverfolgt. Mal gucken wir noch mal.
Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Das verkompliziert die Sache. Gucken wir doch mal. Auch noch, okay. Auch noch. Wir machen das natürlich ganz geschickt. Jo. Agieren mit der Umgebung. Sag mal so, hätte auch klappen können, ne? Oh, ich hätte eigentlich... Ach, Mist. Doch theoretisch auch alle erwischen können. Egal, die sind kaputt. So. Okay, da läuft da lang. Noch was, mit dem wir interagieren können. Auch mit dem Fass, aber... Muss der erstmal drunter laufen. Oh, nur die. Nein. Komm, Dude. Auf darüber. Ach komm. Weiter auf die Seite. Ja, komm her. Und losgelöscht. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen. Bleibt wachsam. Schnell, rein da. War fast schon zu knapp. Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Sehen Sie sich das an. Ja. Eine Destillierfabrik. Beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Ich kenne größere. Datura Stramonium. Oder Stechapfel, wie er gemeinhin genannt wird. Das kommt in den Sirup hinein? Und Opium ebenso. Empörend, außerordentlich ekelerregend. Ja. Der richtige Schritt, um fortzufahren. Stimmen Sie mir zu? Aber sowas von. Finden Sie einen Weg hier raus. Beeilung! Und die anderen Ventile? Team sabotieren. Dreimal dürfen Sie raten. Ups. Ja, wir müssen natürlich dafür sorgen. Dass wir schneller an den. Oh, okay. Das sind ja auch noch Leute. Sollen wir das sagen? Ach so. Bin aber unten ganz gechillt rumgelaufen. Hier ist eine Truhe. Okay, eins drüber.
Die nehme ich natürlich mit. Was will der denn hier? Hier ist einer eingedrungen. Nein, keiner. Weg mit dir. So. Ja, noch mal eine Etage drüber. Er scheint ziemlich riesig. Von außen sah es gar nicht mal so groß aus. Ja, dann bleiben wir aber ganz schön gechillt für das, dass es gleich sortieren könnte. Läuft doch. Und noch mein Sir. Wie viel haben wir hier? Das geht ja. Löchern. Nein. Egal. Links, rechts, links, rechts. Messer durch. Aber jetzt haben wir keine Gegner mehr hier. Der Anfang war gut. Der Schluss war scheiße. Perfekt. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jacob Fry, die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Ob dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Jeden in den Gebäude mit dem Gas töten. Passt. Gut. Und das ist doch auch erledigt. Wir haben einen neuen Gürtel, der unsere Werte nicht verbessert, aber wir haben ihn. Wir können aber waffentechnisch geht da, glaube ich,
gar nichts. Komm hier, wir kaufen den. Aber den jetzt? Besser und great. Ja, das passt doch so. Gut. Was haben wir denn noch? Skill haben wir einen. Was können wir hier Spannendes? Wir holen uns Schläger. Ganz klar. Keine Frage. Sehr nice. Was denn? Einkommen, Frachtdiebstahl. Gut Geld und gut XP. Ich glaube, wir machen mal eins. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wo ist die Markierung? Nein. Hey, wollte ich doch gar nicht. War nicht so meine Intention dahinter. Ach, den Wagen entführen. Okay. Wacht stehen und anonym zum Übergabepunkt bringen. Hier ist der Herr gekommen. Weiß nicht warum, aber er hatte so ein komisches Symbol. Unser Wagen. Gut so, Mädchen. Umdrehen wird schwierig. Wir fahren hier lang. Auf die Seite, ich habe irgendeine Fracht. Illegale Waren. Hoffentlich verfolgen uns keine. Beziehungsweise endet in einer Kutschenschlacht. Ich habe nicht so viel Bock drauf. Aber. Auf geht's. Das war's. Ah, okay. Nett Weinort. Deswegen muss man dem reden. So schnell kann man auch Kohle machen. Wo haben wir jetzt? Der Ursprung des Sirups. Let's go. Ach, das ist eine Quest rein. Okay. Ja. Ey. Spielt das sich das gerade an? Ich krieg dich, Mann! Hä? Dann ist das halt so. Ich dachte, ich meuchel die richtig cool. So als Doppelkill. Nun die Kutsche, aber dem war wohl nicht so. Naja, der Wille war da. Auch die Kutsche lahm. Aber es hat die Möglichkeit, schnell von A nach B zu kommen.
Trink. So.